Mein Name ist Martin Ewent, ich arbeite bei Schüco im Produktmanagement und heute möchte ich gerne über vertikale Fassadenbegrünungen sprechen. Nachhaltigkeit ist uns in der Entwicklung unserer Produkte besonders wichtig. So sind unsere Fassaden Cradle-to-Cradle zertifiziert und besonders energieeffizient. Und mit dem Einsatz unserer BEPV-Module werden sie sogar zu Stromerzeugern. Mit unserer vertikalen Fassadenbegrünungslösung gehen wir jetzt einen Schritt weiter in puncto Nachhaltigkeit und bringen mehr Komfort ins Gebäude sowie in die innerstädtische Umgebung. Schon heute lebt mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten. Städte wachsen und verdichten sich kontinuierlich. Besonders in Metropolen sind dabei Grünpflanzen eher Mangelware. Und die dichte Bebauung führt dazu, dass die Umgebung sich schnell aufheizt. Der hohe Anteil an Beton- und Asphaltflächen führt auch dazu, dass diese Aufheizung noch schneller vonstatten geht. Um diesen Heat-Island-Effekt zu reduzieren, werden Städte verstärkt begrünt. Und Gebäude und vertikale Fassaden bieten dabei die notwendige Bepflanzungsfläche, sodass vertikale Fassadenbegrünungen eine effiziente und nachhaltige Lösung darstellen. Die Reduzierung der innerstädtischen Temperatur ist nicht der einzige Vorteil von vertikalen Fassadenbegrünungen. Sie nehmen das CO2 aus der Umgebung auf und produzieren lebensnotwendigen Sauerstoff. Darüber hinaus unterstützen sie bei der Reinigung der Luft von Schadstoffen und tragen zu einem besseren Stadtklima bei. Mit der objektspezifisch umsetzbaren Fassadenbegrünungslösung von Schüco, basierend auf der UDC 80 Elementfassade, sind vielseitige Gestaltungsvarianten umsetzbar. Besonders für den innerstädtischen Bereich geeignet ist die fassadengebundene Bepflanzung. So wird die Begrünung und auch die Bewässerung direkt am Fassadenelement durchgeführt. Die technische Bewässerung ist komplett integriert und von außen nicht sichtbar verbaut. Eine Unterkonstruktion mit simpler Einhängefunktion gewährleistet, dass die vorbepflanzten Fließmodule unkompliziert an die UDC 80 Elementfassade gekoppelt werden. Nach der Montage ist die Fassade komplett vorbegrünt. Lange und pflegeintensive Wuchszeiten der Pflanzen am Gebäude entfallen. Das Begrünungssystem bildet große Blattmassen am Gebäude aus, wodurch zusätzlich positive Effekte entstehen. So wird zum Beispiel das Gebäude vor Witterungseinflüssen geschützt, wie Regen, Hagel, Schnee oder auch UV-Strahlung. Es kann sogar sein, dass die Wärmedämmung des Gebäudes sich verbessert und Heizkosten sowie Klimatisierungskosten gesenkt werden können. Im innerstädtischen Bereich ist es oft so, dass Schallemissionen durch Straßen oder Luftverkehr besonders hoch sind. Die begrünten Elemente können die Schallemission in Richtung Gebäudeinnerem, aber auch in die Umgebung deutlich verringern. Ganz wichtig, die UDC 80 begrünte Fassade ist sicherer als die meisten anderen. Das verwendete Fließmaterial dient gleichzeitig als Trägermaterial und bildet die Taschen aus, die die Bepflanzung aufnehmen. Anders als marktübliche Lösungen, die eine Kunststoffmatte verwenden, besteht unser Vlies aus einem nicht brennbaren, A-klassifizierten Baustoff und erfüllt damit die höchsten Sicherheitsanforderungen. Sie möchten mehr Informationen? Sprechen Sie uns an, gehen Sie auf unsere Website oder folgen Sie dem Link in unserer Videobeschreibung.